Herzlich willkommen zur zweiten Einzelausstellung im Rahmenprogramm des Jubiläumsjahrs der GEDOC Berlin. Überraschende Einblicke, 90 Jahre GEDOC Berlin. Wir zeigen zum 90. Geburtstag von Aldona Gustas die Einzelausstellung Die Liebe ist eine Herzratte mit einer Auswahl von Ölbildern, Grafiken und Zeichnungen aus der Sammlung der Corvinus-Presse sowie Bücher und Editionen von Aldona Gustas. Die Ausstellung findet statt von 12.8. bis 28.8.2022 in der Galerie GEDOC Berlin und ist zu sehen von Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Wir freuen uns auf viele Besucher. Aldona Gustas wurde in dem Jahr geboren, in dem auch die GEDOC Berlin gegründet wurde, nämlich am 2.3.1932. Sie wuchs in Vilnius auf und siedelte mit ihrer Familie 1941 nach Deutschland über und lebt und arbeitet seit 1945 in Berlin. 1952 heiratete sie den Schriftsteller Georg Holmsten. Seit 1957 schreibt sie Gedichte, publiziert, schreibt Texte, war sehr aktiv im Bereich der Doppelbegabung, also der Künstler, die Texte schreiben und im Bereich der bildenden Kunst unterwegs sind. Nun 1961 erfolgten ihre erste Gedichtpublikation und seitdem hat sie 40 Anthologien selber veröffentlicht, ist in über 100 Anthologien vertreten und hat 20 Bücher publiziert. Ich nenne einfach nur ein paar Titel: Nachtstraßengedichte, Worterotik, Frankierter Morgenhimmel, Eine Welle Muschel und Venus persönlich. Sogar den Himmel teilen wir, erotische Gedichte von Frauen, erotische Gedichte von Männern. Seit 1964 ist sie Mitglied in der GEDOC Berlin und bis 1980 wirkte sie als Fachgruppenleiterin in der Fachgruppe Literatur. Seit 1967 kamen auch erste Versuche in der Grafik und Malerei hinzu. Seitdem illustriert sie ihre eigenen Gedichte und Anthologien und hat sich dann auch in die freie bildende Kunst begeben, wo sie seitdem auch tätig ist. Nun 1973 hat sie die Berliner Malerpoeten als Künstlervereinigung von Malern, Literaten mit Doppelbegabung initiiert. Die erste Ausstellung erfolgte auf der FBK 1973. In dieser Gruppe waren Schröder Sonnenstern, Günter Grass
und Kurt Mühlenhaupt, Johannes Grützke, also renommierte Persönlichkeiten, und sie war die einzige Frau. Und dank ihrer Tätigkeit haben die Berliner Malerpoeten haben einen Ruf weit über die Grenzen von Berlin auch erworben. Neunzehnhundertneunundneunzig erhielt sie das Bundesverdienstkreuz am Bande, 2006 die Medaille des Verdienstordens der Republik Litauen und noch diverse andere Auszeichnungen. Ihre Texte sind ins Italienische, Spanische, Französische und Englische übersetzt. Und wurden auch vertont von Jens Rover, Alice Samter, Alfred Schust, Jurgis Juxapaitis und anderen Musikern. Sie hatte Einzelausstellungen im Frauenmuseum Bonn, der Artheiger Brotfabrik, in der Ladengalerie Berlin, in der Galerie Warta in Vilnius und der Galerie Labtai in Šiauliai. 2002 hatte sie eine große Retrospektive im Haus am Kleistpark, initiiert durch das Kunstamt Tempelhof Schöneberg. Ihre Werke befinden sich im Bundespräsidialamt, beim Berliner Senat, in der NBK Artothek, Graphothek, Tegel, in der Sammlung Lietvos, Deiles, Mutsjevos, Vilnius und anderen renommierten Sammlungen und bei Privatsammlern. Wir freuen uns sehr, diese Ausstellung zeigen zu können mit einer wunderbaren Werkauswahl. Wir freuen uns sehr über viele Besucher und Interessenten, und wer Aldona Gustas sammelt, kann sich gerne bei uns melden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und wir sehen uns.